Weiter geht's in der Story. Ab ins Café. Hui, apparieren freigeschaltet. Das ist toll. Harry Potter Teil 7 habe ich auch als DS-Spiel. Da gab es auch so ein Spiel, wo du was doch spielen kannst, wenn da nicht Lego Harry Potter, sondern gab es ein Harry Potter Spiel direkt. Und okay, da können wir nicht, kommen wir nicht ran. So, ich schaue mich hier erstmal um. Ich weiß schon, wo die Tür ist. Dann will ich jetzt noch nicht reingehen. Erstmal ein paar Stats sammeln. Bisschen Stadt kaputt machen. Die Muggelwelt zerstören. Oh. Da war ein Hogwarts-Schüler drin. Das sucht ein Hogwarts-Schüler, der nicht hier. Das ist ja seltsam. Was sucht, weiß nicht, aber was er gibt, weiß ich. Ein paar Stats gibt er. So. Gehen wir hier hinunter. In der Tat. Das können wir. Ah, das ist gleich nur ein Dreiviertel. Ja. Zug steht nicht. Schon abgefahren. Telefonzelle. Dr. Strange aufsuchen. Ja, ich weiß. Ich gehe da ja gleich hin. So. Hier sollten wir irgendwo einen Wasserstrahl machen. Kannst du drücken, um einen Wasserstrahl auszulösen. Okay. Da brauchen wir den Deluminator von Ron. Schon wieder in der Öffentlichkeit gezaubert. Ich dachte, damit können wir jede Laterne ausknipsen. Falsch gedacht. Hier ist einer. Im Prinzip eigentlich schon. Jetzt kann ich halt nicht springen, während ich hier das Licht habe. So, das muss hier rüber. Und die Tür ist auf. Rufus Scrimgeour. Zaubereiminister. Sehr schön. Haben wir einen Charakter gefunden. Hier gibt es noch einen blauen Stat. Den nehme ich gerne. Da geht es zum Tropfenkessel. Wusste gar nicht, dass das Café, wo sie in Teil 7 hingehen, so nah am Tropfenkessel ist. Ich glaube, es wurde gesagt, können wir nicht zum Tropfenkessel gehen. Da sind es dann aber nicht hingegangen, weil man sie dort am ehesten erwartet. Ja, ja, ich weiß, dass ich da rein soll. Ein bisschen Musik.
Sehr schön. Goldene Steine 64. Einen goldenen Stein hat es uns gemacht und einen goldenen Stat. So, und jetzt rein mit uns. Das Versteckens. Am Bridge ist jetzt im Ministerium. Werden angegriffen. Die Tische schleudern. Was sollen wir hier? Wir können nicht zu ihnen ran. Na komm du her. Tja, was machen wir jetzt? Zurück damit. Und jetzt. Nicht? Ah doch. Vingardium Leviosa ist hier der Teil. Ja, Vingardium Leviosa ist hier ein mächtiger Zauberspruch. Da kann man hier vieles machen. Und. Sehr schön. So kriegen wir die besiegt. Kleiner Zwischenboss. Einiges zerstört. Ramponieren hier den ganzen Laden. Er wurde getroffen. Sehr schön. Von einer herabfallenden Wandteil wahrscheinlich. Und Blondie müssen wir jetzt auch noch besiegen. So, sehr schön. Jeder jeweils noch ein Herz. Na, komm, lass dich treffen. Ach Mist. Verpassen wir die Teile hier. Und zack. Der nächste. Eine Torte. Tortenschlacht. Und Matsch. Zack. Besiegt. Da war es am Putsch. Im Ministerium. Da sollten wir wohl als nächstes hin. Licht aus. Noch ein bisschen Musik. Ja, sehr schön. Und weiter geht's. Hier hinein. Kam jetzt gleich die Szene mit dem Ministerium. Das ist ja ziemlich nah. Am Beginn dran. Ziemlich nah. Ziemlich am Anfang. Ah, jetzt haben wir den Fiesaft-Trank schon wieder benutzt.
benutzen, weil gerade absolut nicht zu erkennen, wer das ist, wer das sein soll. Absolut unverständlich. Wer ist denn das jetzt? Ist das Harry, Ron und Hermine? Das erkennt man ja überhaupt nicht. Ist jetzt ab ins Klo. Du musst dich ins Klo stellen. Ach man, der Lego-Humor. Noch immer schön. Und der Soundtrack auch hier ein, und der Soundtrack auch einzigartig. Der Boris Umbridge Soundtrack, wenn ich mich richtig daran erinnere. In Teil 5 das erste Mal gehört. So. Harry Potter Soundtrack immer awesome. Sehr schön. Das Plakat abgerollt. Ja, du musst natürlich erstmal den Zauberspruch auswählen. Ach, damit spielen wir das hier frei. Die riesigen Dinger. So riesig sind die nicht. Im echten Film sind die eigentlich ziemlich klein. Ich gucke mich erstmal hier um, bevor wir weitermachen. Schau ich mal, was man hier noch machen kann. Hermine haben wir gerade nicht mit dabei. Ein geiler Soundtrack. Ich feiere den so. Schön, dass die das auch für die Spiele übernommen haben, dass da nicht irgendein. Dass nicht irgendwie ein Klimper-Klänge-Zauber. Klimper-Zauber, wenn du es dabei. Musik, wenn du es da drin hast. Irgendeine zauberhaft klingende Musik, wenn du es da drin hast. Und auch den Original-Soundtrack drin hast. Macht es halt schlecht für. Fürs Let's Play, weil meine Parts werden gesperrt auf YouTube. Aber gut. Ah, das sind die kleinen. Schön an der Zone auch hier. Den Lärmmacher. Okay, jetzt müssen wir hier mal mit Ron. Der läuft hier ein bisschen seltsam. So 3 von 3. Ron, wake, cut them all. So. Wo finden wir hier das Licht für die Dinger hier? Ach so, da ist das Licht. Sehr schön. Ach, die Statue geblendet, sehr schön. Ein bisschen Geige spielen. Damit das Auge einschläft oder was? Ein müdes Auge. Schlafendes Auge. Sehr schön. Immer noch einen Schrank zu öffnen.
sehr schön. Mach rein hier. Stats sammeln, so wie es geht. Ron war in der Szene zwar nicht mit dabei, aber egal. Es braucht immer zwei Charaktere. Die hebt das Schild ab und schaltet einen Schlüssel frei. Schlüssel brauchen wir jetzt wofür? Oh, und einen schönen Ausblick hat sie. Naja, auf den Innen, auf das Innere des Zaubereiministeriums. Aber trotzdem, schön. So, wo gehört der Schlüssel hin? In das Schloss. Okay. Hier haben wir keinen Schlüssel für. Ja, vielleicht irgendwo ein Schlüssel drin. Ah ja, hier ist der Schlüssel. Los geht's. Ab zu Ambridge holen wir uns den Horcrux. Sie trägt den Horcrux aber auch erst, wenn ich das richtig im Kopf habe, trägt sie ihn aber erst im siebten Teil. Hat man Mandanges erst im siebten Teil ihn verkauft. Wenn das ihr schon im fünften Teil verkauft hätte, vor dem fünften Teil, das hätte erklärt, warum sie so eine Bestie ist. Wenn das seit 3 Jahren trägt, den Horcrux. Vielleicht ist es auch so, vielleicht habe ich es nur falsch verstanden. Trägt Dolores Umbridge seit Teil 5, noch vor Teil 5, seit Teil 3 Jahren jetzt und noch weiter vorher. Die trägt schon seit Jahren einen Horcrux um ihren Hals. Ihr wisst, was mit Ron passiert ist, als der den Horcrux nur mal eben ein paar Tage getragen hat. Da hat er sich mit Hermine und Harry gestritten und ist abgehauen. Die Kette, jetzt, ich weiß nicht, wie das mit Horcruxen generell ist, aber zumindest die Kette. Diese eine Horcrux-Kette, die macht ja die Leute irgendwie ein bisschen... Die verdirbt hier irgendwie den Charakter irgendwie von den Leuten, macht ja so ein bisschen jähzornig und so ein bisschen. Ja, das könnte eine Erklärung sein für Umbridges Charakter im fünften Teil und so. Ja, ich weiß auch nicht. Zumindest eins, was wir wissen, ist, dass der Mandanges Fletcher im siebten Teil dann zugibt, dass er den Horcrux an Dolores Umbridge verkauft hat. Wann hat er nicht gesagt? Es kommt in Teil 7 raus, dass er es verkauft hat. Auf jeden Fall. Nein, der kleine Typ hat nach Sirius Tod das Haus gelootet und unter anderem die Kette an Umbridge verkauft. Lustigerweise soll die Kette ihren Charakter sogar verbessert haben. Kam ein Buch vor. Okay, ich habe die Bücher lange nicht mehr gelesen. Charakter verbessert, naja. Ja. Wäre eine super Erklärung dafür gewesen, wenn sie die ganze Zeit einen Horcrux im Hals hatte. Es ist halt. Wie gesagt, ihr wisst, was mit Ron passiert ist, als das nur kurz um den Hals hatte. Wenn sie halt seit Jahren. Seit Jahren unter dem Einfluss stand, dass es dann hat, dann. Das würde einiges erklären.
einfach noch schlimmer als vorher. Schade. Hätte J.K. Rowling ja so das aufbauen können, hätte ja so sagen können, hätte ja, dass der das schon früher gestohlen hat und früher an sich verkauft hat. Das wäre so ein bisschen eine Secret-Erklärung, die man erst im 6. Teil erklärt bekommt. Das würde den Charakter noch ein bisschen besser machen. Dass er halt gar nichts dafür kann, dass er so böse ist, wie sie ist, weil sie halt einfach die ganze Zeit einen verdammten Horcrux um hat und den nie ablegt. Ja, wir brauchen hier die Eule. Sehr schön. Hätte sie, wenn sie nachgedacht hätte, hat sie nicht. Tja. Ich hatte bestimmt nachgedacht, J.K. Rowling, aber das war halt nicht die Idee, das war halt vielleicht sollte Dolores Umbridge auch, ist ja auch gut, das hätte ja auch seine Gründe, dass der Charakter immer widerlich ist. Es kann ja auch widerliche Charaktere geben, die muss es geben, die haben auch ihre Berechtigung. Einfach ein paar Charakter, die man hassen kann. Da ist er, wo wir von ihr reden. Dementoren. Oha. Die Polizei. Polenta. Ministeriumspolizei. Jeder hat einen Schlüssel an seinem Gurt. Sollten wir den vielleicht mal abnehmen? Bosskampf gegen Ambush. Der Teil hier gegen die Dementoren, wo man dann gegen die Dementoren kämpft. Im eigentlichen Harry Potter Spiel gibt es ja ein Warner Bros. Harry Potter Game, also kein Lego Spiel. Ich glaube von Warner Bros. Ist das Spiel, das ist hier richtig. Jetzt da bin ich hier wirklich gescheitert hier an dieser Szene. Da muss man nämlich auch noch gegen die Methoden kämpfen, gleichzeitig gegen Ambush. Der Kampf ist halt mega überpowered. Im Harry Potter Spiel, da muss man richtig dran knabbern. Das muss ich auch mal wieder spielen. Das Lego Harry Potter Jahre 7 Spiel. Das Jahr 7 Spiel. Weiß nicht, ob es 7.1 ist nur oder ob es insgesamt 7 ist. Ach, der Typ hier. Das Orange-Hatter. Sehr schön. Ein Duell. So. Nieder. Auf H drücken. Sehr schön. Der Schutzzauber ist hier immer sehr gut. Sollte man hier immer uns Zeit lassen und dann hier die Leertaste. Schutzschildzauber. Mit Wasser besiegen. Haben wir zu Tode gespült. Man zu Tode nicht, aber mit Wasser besiegt. Erstmal ausweichen.
Und Kacke. Jeder eine Truhe kann man natürlich mit Wingardium Leviosa. Oh, jetzt haben wir Ron abgeschossen. So ein Mist. Silbernantellen ausweichen und sie wieder eine Truhe zum Schluss zurückschicken. Muss man auch in die richtige Richtung feuern. So, jetzt kommt die Truhe. Zack. Oh, Duell gegen Ambush. Sehr gut. Das habe ich mir schon Teil 5 gewünscht. Endlich. Ambush besiegen. So, zack. Ihr Schutzschild wirkt gegen mich nicht, aber mein Schutzschild wirkt gegen sie. Ja, sehr schöne Sache hier. So, Ambush besiegt. Sehr schön. Der Hochgruß ist unser. Jetzt abhauen. Weg mit uns. Ja, wir sollten rennen. Nein, in der Stadt. In der Stadt verpasst. Und sind gestorben. Blaue Stats. Verdammt. Müssen wir wohl lieber auslassen. Stats. Nein. Mehr Lieder Stats. Patronum. So schnell raus hier. Ne, drei Nackchen. Nack dich! Jo, der wäre abgeschlossen. Machen wir weiter. Wir spielen munter weiter. Jetzt in die Geschichte Frucht. Wir spielen weiter. Das hatten wir schon mal Teil 2 mit dem knochenlosen Arm. Tja, das wird wohl nichts. Aha, okay, Schutzzauber wirken oder was? Was tun wir jetzt? Achso, Hermine kann hier die Tasche. Offensichtlich. Der kopflose Geist, was macht der mit uns hier? Ui, Ballons. Die Steine aus dem Weg heben. Hier weiterhin Steine zerstören. Da befindet sich schon mal was drunter. In den goldenen Platzer. In den Teleportationsplatzer. Nicht Teleportation hier, Apparierungsplatzer. Ui. Wo geht's jetzt hin? Lade. Jetzt geht's meine Story weiter. Ach, verdammt.
Hätten wir hier noch das, die Waldgegend ein bisschen looten können. Okay, jetzt sind wir hier in Grundrexonum. Auf dem Friedhof. Ich würde mal sagen, ich mache eine kleine Kaffeepause. Und wir sehen uns gleich wieder. Schicke ich mal kurz in den Warteraum. Und hier machen wir dann gleich in der winterlichen Friedhofsumgebung weiter. So, ganz entspannt heute hier. Läuft. Teil 7.1 ist jetzt noch nicht so anspruchsvoll. Spannend wird es dann Teil 7.2. Gut. Kurze Pause. Bis gleich.